Wie ist das Verhältnis zu Bushido? Nee, es gibt keins. Also wir haben uns tatsächlich, wenn ich jetzt rechne, glaube ich, seit 14 Jahren nicht mehr gesehen. Wir machen die ganze Sache zu zweit. Das heißt, ich verdiene jetzt viel mehr Geld, als ich noch ein vermeintlicher Star war. Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom hiphop.de Culture Call. Mein Name ist immer noch John und heute haben wir eine absolute Hip-Hop-Legende zu Gast, Jacuzza. Der Struggle am Start, Mann, er macht keine Pause. Arm überlaufen wie ein Fass voller Brause. Nachts ist man wach, weil der Krach dann sehr laut ist. Weil alles sein prasselt wie aufs Dach meines Hauses. Ich sehe nach. Was steht da bei Google? Auf wie vielen Metern wird der Schneeball zur Kugel? Er ist seit knapp 17 Jahren am Start und wird uns heute einiges erzählen über seine Karriere, über sein aktuelles Album Liebe und KI und über kommende Projekte. Ich freue mich sehr drauf und würde sagen, let's go! Okay, hier. Jo, du siehst mich. Jo, ich sehe dich. Was geht ab? Herzlich willkommen beim Culture Call von hiphop.de. Ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Ich habe es eben schon im Intro erwähnt, du bist eine absolute Deutschrap-Legende. Du hast Mucke gemacht, da konnte ich noch nicht mal lesen und schreiben. Bist einige Jahre am Start. Kannst du dich noch an den ersten Moment erinnern, wo du gespürt hast, Hip-Hop ist mein Leben und das könnte vielleicht sogar mein Leben verändern? Ja, verändern eher nicht. So für, also Hip-Hop ist mein Leben. Ist schwierig zu sagen, ne? Also ich habe früher halt, ich habe angefangen Hip-Hop zu machen mit 18. Natürlich habe ich vorhin gehört, aber angefangen habe ich mit 18, das irgendwie so wirklich selber zu machen und selber ein bisschen mich da reinzufuchsen ins Produzieren und auch Texte zu schreiben, habe nebenbei halt ewig gearbeitet. Aber für mich war das nie irgendwie so ein, keine Ahnung, für mich war es nicht realistisch, dass ich damit irgendwann mal mein Geld verdienen werde, ne? Also guck mal, es waren damals andere Zeiten und ich war in Österreich, in Linz. Also wie große Chancen hattest du da? Eigentlich gar keine. Ne? So. Und aus dem Grund bist du dann wahrscheinlich auch 2006 nach Berlin gezogen. Zu dem Zeitpunkt wurdest du dann quasi auch von Erst Guter Junge gesigned als Produzent erstmal eigentlich, ne? Oder wie war das genau? Nein, es war so, bei mir war es, also wir haben hier in Linz, als Bushido hier ein Konzert gespielt hat, haben wir ihm, also Stickel und ich zusammen, so eine Beat-CD zusammengestellt, so, und Stickel hat da einen Track von mir raufgeschmuggelt, von dem ich nichts wusste. Ich wollte mich da, sagen wir mal, bewerben, wollte ich mich nicht als Rapper, weil ich mich damals noch nicht so gut genug fand. Ja, aber es hat anscheinend gefunkt und dann wurde ich da als Rapper gesigned und als Produzent. Das war so ein Mischmasch, ne? Also ich habe viel produziert für EGJ. Wir haben ja damals das ganze Camp produziert. Und ja, und ich habe halt auch meine Raps gemacht. Und es wurde halt immer besser. Dann habe ich mich mehr auf Rap konzentriert. Und ja, so lief das Ganze irgendwie. Ja. Auch damals dann, gut ein Jahr später, wurdest du von hiphop.de als bester deutscher Newcomer ausgezeichnet. Ja, kann ich mich noch erinnern. Da habe ich eine Medaille bekommen. So. Ah, eine Medaille gab es damals noch. Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ob du noch irgendwie den Award rumstehen hast, aber wenn du sagst Medaillen, krass, hast du die noch irgendwo rumliegen bei dir? Oder ja, die habe ich auf jeden Fall noch. Also ich habe die jetzt nicht aufgehangen oder so, aber die habe ich auf jeden Fall noch, ja klar. Wie war das so, als Österreicher nach Berlin zu kommen, so in die Hauptstadt von Deutschland? Wie hast du dich da eingefunden damals? War das schwer für dich oder ist dir das eher leichter gefallen? Nee, also war cool. Also wir hatten erstmal, hatten wir ja schon Kumpels auch aus dem Bushido-Umfeld, ne, die uns da ein bisschen so alles gezeigt haben. Ich war natürlich fasziniert von der Größe Berlins, aber jetzt, also wir sind direkt nach Kreuzberg gezogen, war damals noch ein bisschen wilder da, aber ich, so, weißt du, in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, in Linz, da war es jetzt auch nicht unbedingt so romantisch. Von daher war es jetzt nicht so schlimm, mich da schnell einzuleben. Und wir haben auch die Leute sehr schnell kennengelernt. Aber war witzig, in Kreuzberg in der Straße, wo wir halt gewohnt haben, waren wir die einzigen ohne Migrationshintergrund quasi. Die dachten am Anfang, wir wären Bullen oder so. Das war schon witzig, aber ey, so, wir haben uns schnell akklimatisiert und alles gut. So, ich habe die Zeit echt genossen. Wie ist das Verhältnis zu Bushido? Hast du noch Kontakt zu ihm aktuell? Nee, es gibt keins. Also wir haben uns tatsächlich, wenn ich jetzt rechne, glaube ich, seit 14 Jahren nicht mehr gesehen. Wir hatten im Hintergrund dann immer wieder mal was zu tun, aber dann meistens per Anwalt. Und ansonsten, nee, also gibt es kein Verhältnis. Gar nicht. Und wie hast du so seine Entwicklung beobachtet? Man hatte jetzt zuletzt eher weniger Musik von ihm
gehört, sondern mehr Podcasts und Dokus auf RTL. Wie betrachtest du das? Ja, ey, ich muss sagen, also wie soll ich das beurteilen? Bei mir ist jetzt kein Hass da oder so. Mann, er hat mich auf seiner letzten Platte gedisst, ne? So, dafür werde ich mich nochmal revanchieren, wenn der Platz irgendwo ist. Dafür, ne? Aber auch auf die sportliche Art und Weise. Aber ansonsten, ja, mach dein Ding, weißt du? Also ich kann ja von mir nicht sagen, dass ich jetzt so ein unbeschriebenes Blatt wäre, was Peinlichkeiten betrifft. So, man weiß ja auch, ich hatte ein Alkoholproblem und habe natürlich auch viele peinliche Interviews gegeben. Von daher, ja, es ist halt, ja, soll er sein Ding machen. Was soll ich dazu sagen? Also ich ziehe mir jetzt auch nicht alles rein. Ne? Das ist auch überhaupt nichts, was ich gucke oder was mich interessiert. Und ansonsten so Connections aus der damaligen Zeit mit Künstlern, wie sieht's da aus? Bist du noch mit irgendwem enger in Kontakt geblieben so? Ja, also jetzt enger, also am meisten habe ich mit Debo zu tun, auch geschäftlich noch. Ansonsten mit Busy, aber auch eher sporadisch, und mit Nice auch hin und wieder. Ja, ansonsten eigentlich mit niemandem. Ne. Lass uns mal ein bisschen über dein neues Album Liebe und KI sprechen. Das erschien Ende Januar, am 27. Januar erschien das. Und ich habe natürlich auch reingehört und muss sagen, es ist eher so ein melancholisches Album geworden. An manchen Stellen musste ich aber auch so ein bisschen lachen. Und es ist auch sehr weise an vielen Stellen, würde ich so beschreiben. Also so habe ich es auf jeden Fall empfunden. Wie würdest du das Album beschreiben? Ja, für mich ist es tatsächlich ein bisschen besonders, weil das ist ein Ding, das ich mir nach der Produktion auch noch irgendwie anhöre selbst. Also ich höre meine Musik nach der Produktion, wenn du fertig bist, hast du ja schon einmal eine Million Mal gehört und dann ziehst du dir das natürlich nicht mehr so rein, aber das höre ich ab und zu im Auto noch und es gefällt mir tatsächlich auch nach allem immer noch sehr gut. Und für mich ist halt, ich wollte halt ein bisschen, also tatsächlich ist es ja auch ein Spin-off von dem Album, das im Herbst erscheinen wird, wenn alles gut läuft. Das war so nicht geplant. Ich hatte diese Songs, ich hatte Skizzen, das waren alles noch Skizzen, die mir übrig geblieben sind von der eigentlichen Albumproduktion. Und dann wollte ich habe es mir angehört und dachte mir, ey, der Sound ist irgendwie speziell und ist jetzt für mich auch irgendwie neu. Ich arbeite das jetzt noch aus und mache das einfach so. Und das ging mir halt sehr leicht von der Hand. Und ja, es hat Spaß gemacht. Und genauso höre ich es jetzt auch mit Spaß. Ja, mega krass, dass uns da dann schon bald ein weiteres Album erwartet. Steht da schon ein Name fest? Also wir wollen es im Herbst releasen. Es wird Träume, Drama, Drums heißen. Ob es dann tatsächlich im Herbst erscheint, steht in den Sternen, aber ich hoffe doch. Ja, dazwischen kommt nochmal was. Weil ich auf Liebe und KI habe ich diesen Song Katze brennt gemacht. Und da hat mich irgendwie wieder dieses Feuer gefangen, so ein bisschen was... wie soll ich sagen, ein bisschen was Härteres zu machen, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf sowas hatte, aber ja, und jetzt habe ich gesagt, okay, ich setze mich jetzt nochmal hin und mache eine EP, die ein bisschen dem Sound ähnelt von Katze brennt, auch mit allem, ja, was dazugehört, also guten Battle-Rap auf guten Beats, so. Nice. Ja, der Song ist auf jeden Fall auch bei mir hängen geblieben, so, und das hat mich auch so ein bisschen an alte Zeiten erinnert, aber ich bin natürlich auch großer Fan vom nachdenklichen Jacuzza, beispielsweise dieser eine Song ist für mich auch einfach einer der krassesten Deutschrap-Songs, die es gibt für mich. Also das ist einfach ein Vibe und eine Welt, die du da malst, das ist echt unfassbar so. Man sitzt im Auto oder Bus, die Fahrt beginnt. Jedes Bild, das man im Kopf hat, hat die Tragik eines Films. Dr. Chivago auf der Leinwand flimmert wie schöne Kerzen. Ganz alleine keine Kinder, die mit Klingeltönen nerven. Wenn wir jetzt so über deinen Sound generell sprechen und auch über die Thematik von deinen Alben, man hat ja gemerkt, du hast ab einem gewissen Punkt, sag ich mal, einen sehr egoistischen Film gefahren im Sinne von Scheiß auf alle Trends, scheiß auf alle Hype-Themen und so. Ich mache hier nichts mit, ich mache hier keine Livestreams und so. Ich lasse mir hier keine Spenden zusenden oder sonst irgendwas. Und ich mache hier jetzt auch nicht den Sound, der in den ganzen Deutschrap-Playlisten von Spotify irgendwie released wird.
Hast du selber für dich mal herausgefunden, wie das zu dieser Einstellung kam? Also ich meine, die ist ja jetzt nicht unbedingt so aus wirtschaftlicher Sicht gar nicht mal so die schlauste Entscheidung gewesen, sage ich jetzt mal. Also du hättest ja easy auch irgendwelche Songs machen können, die jetzt halt laufend im Radio gespielt werden oder halt auch in diese Playlisten dann passen. Aber ich finde, du hast dann immer so sehr eiskalt diesen Weg durchgezogen, so das zu machen, worauf du eben Bock hast, ohne Rücksicht auf das, was halt gerade überhaupt so gepumpt wird von den Massenmedien, sag ich jetzt mal. Ja, ey, wenn ich zurückgucke, war ich ja auch so, als ich habe viele Sachen im Laufe meiner Karriere gemacht, die ja jetzt auch schon 17 Jahre dauert, ne, wo ich mir denke, ey, da hast du dich krass selber verraten. Ne? So, ich habe es mir dann immer zu der Zeit schön geredet und natürlich auch so gedacht, okay, alles fürs Geschäft. Und nachdem ich diese Zeit hatte, wo ich halt so wirklich diesen Alkoholabsturz hatte und dann eigentlich vor dem Nichts stand, meine Karriere am Arsch war, alles am Arsch war, dann dachte ich mir so, ey, guck mal, wie schnell kann das vorbei sein, alles. Und wer weiß, ob es nochmal klappt. Wir probieren es jetzt nochmal, aber falls es nicht klappen sollte oder es wieder einmal so ratzfatz vorbei ist, wie will ich aus der Sache rausgehen? Na? Wie will ich dann die Zeit, die ich jetzt nüchtern arbeite und in meinem vollen Bewusstsein handle, wie will ich die verbringen? Was mache ich daraus? Und wenn ich dann sage, hier ist ein Cut, will ich auf diese Jahre, die ich jetzt Musik mache, zurückgucken und sagen, ey, du hast dich diesmal aber nicht verraten. Weißt du, du warst du selbst, du warst klar im Kopf, du hast den Job gemacht, den du liebst, du hast das Beste gegeben und ja, ey, ich gehe damit stolz raus. Ja? Und das ist eben die Sache. Ich bin zu stolz, um diese Dinge zu machen, ganz klar. Ja? Weil das Dinge für mich sind, wo ich, ja, ich verstehe es, okay, so, da wäre vielleicht ein bisschen Geld drin. Aber dafür haben wir uns jetzt ein Konstrukt aufgebaut, André und ich. Wir machen die ganze Sache zu zweit. Das heißt, ich verdiene jetzt viel mehr Geld, als ich noch ein vermeintlicher Star war. Das heißt, ich habe mich auf der anderen Seite abgesichert. Ich fühle mich mit allem wohl, was ich tue. Und wir entscheiden gemeinsam, ey, das machen wir oder das machen wir nicht. Und es gibt keinen mehr, der mir irgendwas einreden kann. Und ich habe ja auch mit André einen Manager, der weiß ganz genau, wie ich ticke. Und deswegen mache ich solche Dinge nicht. Es bringt nichts. Ne? Also ich habe keinen Bock auf Klamauk. Die Leute sollen mich ernst nehmen in dem, was ich tue. Ich mache keine Musik, die Klamauk ist. Und ich bin auch als Typ nicht der irgendwie so, der, keine Ahnung, ich kann es einfach nicht. Ne? Also ich schaffe es, ich krieg's nicht übers Herz. Ich bin auch nicht irgendwie so pseudolustig und ich kann auch keine Faxen machen und ich habe keinen Bock, mich mit irgendwelchen Leuten zu beefen über TikTok oder sonst was und dann am Ende des Tages in den Boxring zu steigen und so, ey, wenn das Leute können, mach das. Es ist aber überhaupt nicht mein Weg und es ist auch nichts, was mich interessiert und es ist auch nichts, was ich schätze. Also von mir aus mach Millionen damit. Du hast meinen Respekt dafür nicht. Ich bin hier angetreten, um gute Musik zu machen. Wenn du im gleichen Boot wie ich sitzt und du machst auch krasse Musik, dann hast du meinen Respekt für deine Musik, aber für alles andere halt eben nicht. Ja, und das ist halt, das ist der Weg, den ich mir ausgesucht habe. Ja, und ja, ey, es bringt, aber im Grunde, ich habe meinen Seelenfrieden, ne? Und das ist am Ende des Tages das Wichtigste. Wenn du Hip-Hop mit nur drei Worten beschreiben dürftest, welche würdest du wählen? Ach, ey, momentan ist das voll schwierig, weil ich halt keine, nicht so wirklich, weißt du, ich finde halt jetzt keine guten Worte. Ne? Also früher, wenn ich jetzt so, früher war es für mich einfach Freiheit, so Rebellion und Gemeinschaft. Ne? Jetzt kann ich sagen, wenn ich es jetzt sagen müsste, wäre es für mich Pizza, Softdrinks und Twitch. Okay, ja, interessant. Aha. So, das ist... Was soll ich sagen? Hättest du das damals, als du diese positiven Worte gerade noch genannt hast, hättest du das für möglich gehalten, dass sich diese drei Worte dann irgendwann mal in diese Worte, die du jetzt eben genannt hast, verwandeln werden? Ja, also ich habe ja die Entwicklung auch mitgemacht. Guck mal, wie lange ich dabei bin. So. Und ich war ja im Grunde, als wir mit EGJ unterwegs waren, so wurde das ja immer mehr zur Popkultur. Ist ja auch gut. Also, ich denke, Bushido hat das aber trotzdem damals, egal wie ich zu ihm stehe jetzt, ne, so, und ich von ihm halten mag, aber der hat das irgendwie noch so gehandelt, dass es trotzdem noch irgendwie diese Rebellion war,
Na, und nicht reine Popkultur. Und wir haben schon geguckt, dass das Ganze auch noch Qualität hat, was wir da abliefern. Ja, das ist der Unterschied, ne? Und so wie es jetzt, wie gesagt, ey, jedem das Seine, jeder soll machen, was er will. Das ist meine persönliche Meinung und es muss nicht jeder meiner Meinung sein. Ne? Ich will die auch keinem aufzwingen, so von daher. Und so von der New Wave im Deutschrap oder vielleicht auch in Österreich, da kommen ja mittlerweile auch einige Künstler her, die auch in Deutschland Erfolg haben, einen Young Huren beispielsweise. Hast du da Leute auf dem Schirm, die du vielleicht auch feierst? Ja, ich hab's auf dem Schirm, aber es tut mir halt leid, ich kann das. Also, ich feier's halt nicht. Also, was jetzt gerade so aufploppt, ne, irgendwie ist Menamos. Das finde ich auf jeden Fall unterhaltsam, das kann ich mir anhören. So jetzt natürlich nicht so auf Dauerschleife, aber Indoor-Schleife, aber so, da höre ich mal rein und denke mir, okay, das ist verdammt witzig gerade. So. Aber das ist so das Einzige, was ich mitbekomme. Aber dieses ganze, so. Und so Jamuren und so Sachen feiere ich halt null, habe ich nie gefeiert. So. Schreibt gerne mal eure Meinung zum neuen Album Liebe und KI von Jacuzza in die Kommentare, kann ich euch wärmstens empfehlen. Und dann geht's bald auch schon weiter mit neuen Projekten, wie ihr gerade erfahren habt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Jacuzza, hast du noch Bock, der HipHop.de Community was mit auf den Weg zu geben? Ein paar Worte? Ja, ey, so, alles Gute, ne? Bleibt alle gesund und ey, hört euch meine Sachen an, vielleicht gefällt's euch ja. So, im Grunde weiß ich ja gar nicht, wen wir damit erreichen. So. Und ich bin mal gespannt, was bei der Sache rauskommt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Auch jüngere Leute können definitiv noch was von der Mucke von Jacuzza lernen und mitnehmen. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.